Liebe Grüße aus Wittenberg, aus der Mutterkirche der Reformation. Viele Menschen fragen sich gerade, wie verhalte ich mich richtig zu Corona-Zeiten? Ähnliches hat sich auch schon Martin Luther gefragt. 1525 schreibt er einem Freund in Breslau, was er empfehlen würde, während der Pest sich wie zu verhalten sei. Und 1527 war es dann auch hier in Wittenberg. Was schreibt also Luther und empfiehlt er? Er schreibt: Ich will Gott bitten, dass er uns gnädig sei und der Krankheit wehre. Danach will ich die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf. Auf dass durch mich vielleicht viele andere angesteckt werden und ich ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes bin. Ich will mich indes mein Gott haben und so wird er mich wohlfinden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tode schuldig. Wo aber mein Nächster Hilfe bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu jedem gehen und helfen. Das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. Luthers Worte, 1525. Und ja, an Sie in der Welt da draußen in Deutschland, wir können es genauso machen. Arznei nehmen und geben, versuchen all das Gute zu tun, was wir tun können. Auf möglichste von den Leuten fernbleiben, wo wir nichts zu suchen haben und wo jemand Hilfe bedarf, fröhlich helfen. Gott segne Sie und bleiben Sie gesund.